Was geht ab, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen, World's Finest Gamer am Start. Und in diesem Video habe ich den zweiten Teil diese Rockstar-Logik für euch. Der erste Teil kam mir wirklich richtig, richtig gut bei euch an und von daher habe ich mir gedacht, mache ich jetzt mal einen zweiten Teil in dieser Serie. Für die Leute, die den ersten Teil jetzt noch nicht gesehen haben, verlinke ich euch mal das Video unten in der Videobeschreibung. Aber ich würde sagen, lasst uns mit dem Video anfangen. Der erste Punkt im heutigen Video ist eines der größten Fails von Rockstar Games in der Geschichte von GTA Online, aber ich feiere diesen Fail einfach übertrieben. Wer von euch hat nicht auch einen weiblichen Charakter in GTA Online, und wenn es halt nur der Zweitcharakter ist, testet das Ganze jetzt auch einfach mal aus, schnappt euch nachts ein Auto und sucht euch einfach mal eine Prostituierte und lasst diese zu euch ins Auto kommen und sucht euch danach ein ruhiges Fleckchen und guckt einfach mal, was passiert. Ich meine, wir sind alle alt genug, um zu wissen, dass das Ganze nicht funktionieren dürfte. Ich denke mal, jeder GTA Online-Spieler hat schon mal mit der Hilfe eines Cargo-Bobs ein Auto auf irgendein Dach in Los Santos gebracht. Und da der Cargo-Bob ein richtiges Biest ist, kann dieser sogar einen Panzer problemlos anheben und diesen auf irgendein x-beliebiges Dach bringen. Aber aus irgendwelchen Gründen schafft der Cargo-Bob es nicht, einen Insurgent mehr als ein paar Meter über den Boden zu heben. Aber ein Panzer ist doch deutlich schwerer. Komisch. Kennt ihr das auch, wenn ihr gerade kein persönliches Fahrzeug draußen habt und ihr einfach nicht laufen wollt? Ich klaue mir dann eigentlich immer ein Straßenauto, um zum Ziel zu kommen, aber wie mein Fahrstil in GTA halt so ist, sieht das Auto am Ende gar nicht mehr gut aus. Jedenfalls kostet es mich ca. $600, so ein Auto am Ende wieder zu reparieren. Aber jetzt kommt das Komische: Ist bei einem meiner Lowrider auch nur die Türe ab, zahle ich hier für $700. Hallo, das andere Auto hatte fast einen Totalschaden und ich zahle für eine läppische Tür viel mehr. Ist euch schon mal aufgefallen, dass manche Frauen Männer mit Brustbehaarung lieben? Und deshalb kann sich auch der männliche GTA-Charakter eine Brustbehaarung beim Friseur machen lassen. Aber warum benutzt der Friseur hier keinen Rasierer? Die Alte geht doch tatsächlich mit so einer XXL-Schere an meinen Bauch. Na, wenn das mal nicht ins Auge geht. Wenn ich Langeweile in GTA habe, mache ich echt viele dumme Sachen. Ich fahre zum Beispiel mit meinem Fahrrad in meinem Motorrad-Clubhaus rum, manchmal mache ich meine Tagesziele oder ich bringe meine Barty auf meine Yacht. Und da war ich gestern doch glatt so dumm, dass ich mit meiner Barty in meinen eigenen Pool gefahren bin. Aber wer jetzt denkt, das Motorrad wäre im Arsch, der liegt echt daneben, denn man kann einfach so im Pool weiterfahren, ist ja nicht so, dass da Wasser drin wäre. In der Nähe des Vespucci Beach gibt es jetzt seit mittlerweile 3 Jahren eine kleine Baustelle, und damit keiner in dieses kleine Straßenloch reinfällt, wurde die Baustelle zur Sicherheit mit einem rot-weißen Absperrband abgesperrt. Dumm nur, dass man ganz einfach durch dieses Band durchlaufen kann. Ich persönlich möchte kein Einwohner von Los Santos sein, nicht nur weil die Kriminalitätsrate dort sehr hoch ist, nein, auch weil das medizinische Personal dort ziemlich inkompetent ist, denn wenn ein armer NPC einen Unfall hatte und mit dem Tod am Kämpfen ist, wird diesem nicht einmal geholfen. Nein, im Gegenteil, der Sanitäter guckt sich das Ganze noch fasziniert an und der andere schreibt einfach irgendetwas auf eine Liste auf und danach fahren sie ganz einfach wieder weg und lassen den armen NPC dort liegen. Ach ja, was wäre GTA nur ohne die ganzen Glitches? Ich persönlich hätte nur halb so viel Spaß ohne die ganzen funny Glitches in GTA Online. Zu meinen Lieblingsglitchen in GTA Online zählen aber definitiv die Katapult-Glitches. Aber ist euch schon mal aufgefallen, wie hoch wir bei manchen Katapult-Glitches fliegen können? Naja, jedenfalls müssten wir doch dann beim Aufprall sterben, oder nicht? Hattet ihr in der Zeit, seitdem ihr GTA Online spielt, auch schon mal einen Lieblingsglitch, der euch so viel Spaß gemacht hat wie kein anderer Glitch? Ich zum Beispiel hatte mal so einen, nämlich den guten alten Kuruma Launch Glitch, bei dem wir minutenlang im Himmel fliegen konnten. Ach ja, was waren das noch für Zeiten, als dieser Glitch noch funktioniert hat? Aber wieso patcht man eigentlich so einen Glitch? Der hat doch niemandem geschadet. Wisst ihr eigentlich, wie viele unterschiedliche Tierarten es in GTA 5 gibt? Echt? Ich auch nicht, aber eins weiß ich sicher, es sind richtig viele. Egal ob an Land, im Wasser oder in der Luft, es gibt zahlreiche Tierarten in GTA 5, aber nur im Story-Modus. Warum gibt es im Online-Modus denn kein einziges Tier davon?
Okay, ich denke mal, das reicht jetzt an dieser Stelle. Wir haben für heute genug Spaß auf Kosten Rockstar Games gemacht. Wenn euch das Video gefallen hat, wisst ihr, was zu tun ist. Den Like-Button so richtig verprügeln. Mich persönlich würde es richtig freuen, wenn wir auf diesem Video mal wieder 300 Likes schaffen würden. Und mich würde es riesig freuen, wenn ihr Ideen für eine weitere Folge unten in die Kommentare schreiben würdet. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund, haut rein und ciao.